the shit that I do. Ich bin heute hier bei Josef Utschneider zum Fingerhakeln vom GAU Werdenfels hier in Ohlstadt in der Nähe von Garmisch-Partenkirchen. Josef ist amtierender alpenländischer Meister im Fingerhakeln. Welche Gewichtsklasse? Schwergewicht über 90 Kilo. Über 90 Kilo, also wahrscheinlich offene Klasse, alles nach oben. Genau, ja. Genau. Kannst du uns kurz erzählen, wie das Fingerhakeln entstanden ist? Was ist die Grundlage davon? Ich denke mal, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen älter. Ja, es ist ja so, das Fingerhakeln ist entstanden. Eigentlich ist das ein bayerisches Kräftemessen. Oder überhaupt so ein Kräftemessen im bayerischen Sinn. Es ist jetzt nicht körperlich irgendwo über den Tisch ziehen. Das ist einfach... Okay. Kannst komplett kräftig messen, der bessere gewinnt, ja. Fertig aus. Geben tut es die Sache, seit dem, was mir bekannt ist, angeblich im 16. Jahrhundert ist das erste Mal erwähnt worden. Auch hier im alpenländischen Raum? Höchstwahrscheinlich, ja. Und eben durch, dass man einfach so kleine Streitigkeiten einfach schlichtet. Ja. In der Wirtschaft sagt er, oder in der Wirtschaft zum Beispiel, wenn der einer sagt, ich bin besser oder das und das, dann machen wir es aus. Bevor man sich aufs Maul haut, genau. Sieht man den anderen in den Fingern. Ich glaube, das ist der Ursprung. Ja. Gibt es zum aktuellen, zu der Sportart, hat sich da irgendwas verändert im Vergleich zu dem ursprünglichen, wie es früher war? Ja, früher war das natürlich nicht organisiert. Ja. Heutzutage ist es so, dass die einzelnen Gaue, es gibt 9 Gaue, zusammengefasst sind in einem Landesverband bayerischer Fingerhäkler. Ja. Heißt man das und wie gesagt, komplett organisiert. Da sind dann auch drei große Meisterschaften, das ist die deutsche, die bayerische und die alpenländische Meisterschaft. Okay. Und die findet in dem Landesverband statt. Also gibt es jedes Jahr auch eine Wettkampfsaison quasi. Ganz genau. Was gibt es denn eigentlich für Regeln beim Fingerhakeln? Was muss man beachten? Regeln gibt es ja ohne Ende, da gibt es ja extra Statuten. Ja. Der bayerischen Fingerhäkler. Dicke Bücher. Ja, da steht drin vom Kommando, was man, wann man mithäkeln darf, wann man. Die Gewichtsklassen zum Beispiel ist ja alles geregelt, ja. Dass immer gleichwertige zusammenkommen in die Klassen eben. Klassisch wie beim Kampfsport auch. So, genau. Ja. Also im Endeffekt ist alles geregelt, sodass eigentlich keiner, ja. Keiner jetzt da irgendwie bescheißen kann. Ja. Ja. Wann hast du mit dem Sport angefangen oder was meinst du, wann sollte man anfangen mit dem Fingerhakeln? Ich persönlich habe angefangen mit, ja, man darf erst ab 6, ich habe angefangen mit 5 schon, weil mir der Vater hat gesagt, mach mit. Ja, mei, es ist eigentlich wie bei jeder Sportart, denke ich, umso früher, umso besser, dann kann das halt mitwachsen. Also Fingerhakeln ist mir bekannt, dass es Männer machen. Ist das ausschließlich für Männer oder gibt es da auch Frauen? Die sich da messen. Es ist im Landesverband Bayerischer Fingerhäkler auch in die Statuten geschrieben, nur Männer. Ja. Weil für Frauen ist es einfach. Zu zarte Finger. Auch und. Zu lange Finger. Ja, es ist einfach. Es schaut einfach nicht schön aus, wenn da Frauen kämpfen und so. Es gibt manche bei so Gaudi-Häkeln, hat man schon mal gehört, dass da Frauenklassen gibt. Aber offiziell nichts. Bei uns, nein. Wird kontinuierlich trainiert bei euch oder ist es das, ihr sagt, wenn die Wettkampfsaison ansteht, mit mehr Vorbereitungen investiert oder ist es das ganze Jahr über dasselbe Training? Nein, bei uns persönlich ist es so, wir fangen 5-6 Wochen vor dem Wettkampf fangen wir zum Trainieren an. Ja. Das ist jetzt aber unsere Vorbereitung. Manche andere, also das ist total individuell. Ja. Manche trainieren das ganze Jahr, manche trainieren jeden Tag das ganze Jahr und wir machen das 5-6 Wochen vorher geht's los und bis jetzt hat es auch immer gelangt. Wenn die Meisterschaften gewonnen werden, reicht's, ne? Genau.
für die Zuschauer vielleicht ganz interessant, hier aus dem bayerischen Raum. Wo kann man sich denn überhaupt melden, wenn man Interesse am Fingerhaken hat, wenn man daran teilnehmen möchte? Das ist ja so, dass man, wenn man an so offizielle große Meisterschaften teilnehmen will, da muss man einem Fingerhakelverein angehören. Ja. Also man muss bei dem Verein Mitglied sein. Wir sind jetzt, unser Verein heißt Garmisch-Oldstadt, Fingerhaklerverein Garmisch-Oldstadt. Ja. Und nur dann darf man bei offiziellen Meisterschaften mitmachen. Und wie kommt man da an Kontakte? Ich sag mal jetzt, gibt ja verschiedene GAUs. Gibt es da dann einen oberen Verband, den man kontaktieren könnte, wenn man Interesse hat, dass man da an Informationen kommt? Na, das ist ja so. Wenn man Fingerhakeln im Sinn hat, dann muss man einfach schauen, wo ist der Ja. nächste Kontakt im Umkreis. Und wie gesagt, dann einfach da mal probieren, einfach zum Training gehen, Rumtelefonieren. ein bisschen rumtelefonieren Ja, so war und es bei mir ja auch. Also ich habe erstmal 5 Leute angerufen, bevor ich bei dir gelandet bin. ja, genau. Ja. Ja, wie gesagt, rumtelefonieren und dann einmal ins Training gehen. Ja. Und wenn man dem zusagt, dann kann man sagen, weiter. ja, ich gehe zum Verein. Ja. Und dann kann ich auch mitmachen bei Meisterschaften. Alles klar. Was denkst du, was das Wichtigste beim Fingerhaken ist? Kraft, Ausdauer, Technik, Herz, Kopf, Hand? Ja, das spielt alles eine Rolle. Ja. Es ist komisch, aber es ist so, dass wirklich, man muss, das Wichtigste ist beim Fingerhakeln, die Reaktion umsetzen in Kraft, also Ja. sprich Schnellkraft. Dass man das einfach so gut kombiniert wie möglich, dass man innerhalb von 10 Sekunden das Kommando realisiert und dann in Kraft, Direkt den Zug. genau, Ja. ich sage immer, es hilft nichts, wenn ich doppelt so viel Kraft habe, aber der andere ist schneller. Genau. Ja. Und bis der seine Kraft einsetzt, dabei ist er schon, hat er schon verloren. Ja. Ja, und das ist eigentlich, sage ich immer, das ist die Kunst beim Fingerhakeln. Kopf, Herz, Kopf natürlich auch. Wenn der Kopf nicht stimmt, dann geht gar nichts. Ja, Das ist wenn man einen Tag überall vorher gesoffen hat, dann ist es vorbei, ja. Nein, das gibt bei uns nicht. Fingerhakel ist ja eine bayerische oder sagen wir mal, alpenländische Tradition. Wie wird die Tradition gepflegt, beziehungsweise wie wird sie weitergegeben? Gepflegt wird sie größtenteils in die Vereine Ja. durch eben angefangen vom Training, vom Kindertraining, weil das darf man ja, also Jugendliche ab 6 Jahren auch machen, also wie Ja. wir schon gesagt haben. Das ist einmal der Grundstock, glaube ich, dass ein bisschen was nachkommt, dass immer frische Leute kommen und dann in die Vereine, da wird dann einmal im Jahr Versammlung, diverse Sitzungen vom Vorstand praktisch und dann geht es weiter über, ja, dann fahren wir miteinander zu den großen Meisterschaften Ja. und so wird das weiter, ja, so wird das gepflegt eigentlich. Also gutes Vereinsleben quasi. Ja, total. Und das Ja. ist auch der Grundstock, dass das einfach immer eigentlich Ja. schon harmonisch abläuft. Man ist schon vor dem Kampf ist man natürlich angespannt Ja, und klar. will das Beste, aber Kennt man. da gibt es glaube ich nicht einen, der wo jetzt der einen danach besser ist, Ja. weil er jetzt da verloren hat oder gewonnen hat Quatsch. oder so. Gell? Es ist wichtig, Das dass man glaube sich ich, gestellt hat. ja, richtig, dabei Ja. sein ist alles. Und wenn man da nicht dabei mitgemacht hat, dann kann man auch nicht mitreden. Ja. So. Wie viele Leute seid ihr im Verein? Bei uns im Verein, gute Frage. Wie soll man sehen? Oh, 130 oder Doch, so zwischen viel. 130 und 150, ja. Ja. Da bist du doch noch ganz schön verbreitet hier. Ja, doch. Es ist immer auf und ab. Ja, Manchmal klar. machen viel mit, manchmal machen Ja. weniger mit. Aber so sind ja bei uns im Ort schon 40 oder 50, Okay. die wo schon mal Finger gehackelt haben Ja. oder nach wie vor hackeln und so. Ja. Ja, ist halt immer so abschnittsweise. Wahrscheinlich steigt und sinkt mit gewonnenen Meisterschaften. Ja, nicht einmal mit dem. Das ist immer, man hat ja andere Sachen auch Ja, noch. klar. Ja. Irgendwann sind andere Interessen auch mal wichtiger. Ja. Wir haben gesagt, es gibt eine deutsche Meisterschaft, eine bayerische Meisterschaft und eine alpenländische Meisterschaft. Aber man kann ja sagen, dass das Fingerhakeln eigentlich schon quasi sehr regional betrieben wird. Gibt es denn jetzt außer hier in Südbayern noch andere Regionen, wo das trainiert wird? Wo das auch ausgetragen wird? Es, ja, also mir ist bekannt, dass früher einmal in der Schweiz auch Finger gehackelt worden ist, Ja. aber da hört man leider nichts mehr.
Jetzt ist halt nur, also bei der Alpenländischen, da kommen halt nur eine Handvoll Tiroler dazu. Okay, ja. Ja, also ein paar Österreicher, das sind auch, Ja. nagel ich mir jetzt nicht fest, drei oder vier Vereine. Und da kommen überall ein paar und die sind eben nur bei der Alpenländischen dabei. Ja. Deutsche Bayerische ist so, dass mehr oder weniger die gleichen Leute immer mitmachen, Ja. nur der Titel ist halt anders. Okay, also Ja. es konzentriert sich schon sehr auf Bayern. Ja, schon. Ja. Ja. Ja, und es wird auch, weil du sagst, regional. Es geht halt von Mittenwald bis zum Spessart auf. Ja. Gut, Spessart ist schon fast wieder Hessen. Naja, genau. Und dann vom Chiemgau bis Allgäu. Ja. Also das ist jetzt einmal so grob das Also man Gebiet. kann schon sagen, komplett Bundesland Bayern. Ja, schon. Ja, Ja. doch. Ja. Wir haben eben schon gesagt, du bist momentan amtierender alpenländischer Meister. Was kann denn das GAU Olstadt noch für Titel verbuchen in den letzten paar Jahren? Ja, wir haben in Olstadt relativ erfolgreiche Fingerhäkler. Ja. Angefangen von meinem Vater, der ist auch schon, ja, der hat den Sport 40 Jahre betrieben. Schon immer vorne dabei. Ja. Auch erste Plätze, viele erste Plätze gemacht. Dann geht es weiter, ja. Dann haben wir ein paar Junge noch, auch ganz gut. Ja. Und ja, ich mag mich jetzt da nicht selber loben. Also er hat auch viel gewonnen. Ja, doch. Ja, eigentlich von Kind auf weg schon. Ja. Von Kind auf weg schon war ich schon. Ja, immer vorne dabei. Und wie lange bist du jetzt schon dabei? Wie viele Jahre sind es? Ja, jetzt bin ich 32. Rechenaktion. Mama, ja, 5? 26 Jahre. Ja. Lange, lange Zeit, fast so lange wie ich lebe. Ja. Welche Veranstaltungen stehen denn dieses Jahr noch an? Wo steht denn nur die deutsche und die bayerische Meisterschaft? Ja. Die deutsche ist jetzt dann wann hab ich gesagt, am 9. August. 9. August im Bayerischen Wald. Genau, im Bayerischen Wald. Da fahren wir dann hin mit dem Reisebus. Ja. Schöner Ausflug immer. Ja, und Gute dann. Stimmung wahrscheinlich. Ja, doch. Ja. Ja, ist alles wichtig. Klar. Gehört alles zusammen. Genau, und dann schauen wir, was das da alles wird. Ja. Gut, dann wünsche ich schon mal viel Erfolg für die kommenden Meisterschaften und danke, dass wir hier sein durften. Und ja, das war's eigentlich. Passt.